Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Willkommen in meinem Video. Wie immer in dieser Art von Videos geht es um die Aufbereitung des Lernstoffs in Frage- und Antwortform. Ich werde also gleich eine Frage präsentieren und dann die entsprechende Antwort dazu. Wenn Sie diese Aufbereitung des Lernstoffes in dieser Form interessiert, dann schauen Sie bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Die Frage lautet: Welche Teilaufgaben fasst man unter dem Oberbegriff Kommunikationspolitik zusammen? Kommunikationspolitik ist eines der vier Marketinginstrumente. Welche Teilaufgaben umfasst die Kommunikationspolitik, lautet also die Frage. Was sind die Teilaufgaben der Kommunikationspolitik? Es sind fünf Teilaufgaben, fünf Bereiche im Rahmen der Kommunikationspolitik. Zunächst einmal die Werbung, die wir aber nicht gleichsetzen sollten mit Kommunikationspolitik. Also eines der Unterpunkte ist die Werbung, dann Product Placement, die Öffentlichkeitsarbeit, das dritte, Öffentlichkeitsarbeit, auch PR genannt. Viertens die Verkaufsförderung und fünftens der persönliche Verkauf. Das sind die Unterpunkte der Kommunikationspolitik im Marketing. Die Aufgabe der Kommunikationspolitik selber ist die zielgerichtete Informationsbeeinflussung und da gibt es diese fünf Instrumente. Wenn Sie mehr über diese Aufbereitung des Lernstoffs in Frage- und Antwortform wissen wollen, schauen Sie bitte unter www.spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.